So. Dann. Gut, was können wir jetzt machen? Umgesehen haben wir uns erstmal überall. Ich würde mal zurück zur Folterkammer gehen. Die war, glaube ich, da. Genau, und würde jetzt einmal die Feuerstelle hier entfachen. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Genau, so. Jetzt haben wir eine brennende Feuerstelle. Das Feuer ist extrem heiß. Ach nö. Und was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt die Bingo-Frage. Zange mit Goldmünze. Können wir die Münze... Weiß ich nicht. Irgendwas machen? Ich nehme die Münze jetzt besser wieder aus dem Feuer raus, sonst fließt mir das Gold in die Esse. Okay, jetzt haben wir eine glühende Goldmünze. Die können wir jetzt mit den Speerspitzen kombinieren. Die Speerspitzen sind zu groß und zu breit, um damit die kleine Münze zu bearbeiten. Okay. Dann. Okay, jetzt ablöschen geht auch nicht. Okay, was können wir jetzt mit dieser Münze machen? Okay, dann haben wir noch das Öl. Öl, können wir mit dem Öl irgendwas machen? Geht auch nichts. Die Speerspitzen wird auch nichts gehen. Mit der Eisenkette geht auch nichts. So, mit dem Draht geht auch nicht. Mit dem wird auch nichts gehen. Nee. Genau. Okay, gut. Dann haben wir das mal durchprobiert. Was können wir jetzt machen? Jetzt muss ich überlegen. Wir haben da eine Streckbank. Da, glaube ich, geht nichts. Eine eiserne Jungfrau, die Münze. Ah, das geht, okay. Ein Loch in die Münze pieken. Die Spitze hat die Goldmünze mühelos durchbohrt. Ich stelle mir besser nicht vor, wie das aussehen würde, wenn ich zwischen diesen Dornen stecken würde. Okay, das geht tatsächlich. Glühenden Goldring. Der Ring ist schön, vor allem aber heiß. Ich soll. Ah, und jetzt den Ring abkühlen im Wasser. Jawohl. Ein Inventar, ein Gegenstand weniger wollte ich sagen, doch nicht. So, und jetzt haben wir den Goldring und den können wir jetzt vielleicht mit der Kette kombinieren oder mit dem Draht oder auch nicht von beiden. Ah, mit. Okay. Da geht nichts. Können wir den Ring jetzt der Statue geben? Ja, das geht. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Jan hat jetzt einen Ring. Hatte der Foto auch einen Ring? Ich weiß gar nicht mehr. So. Jetzt können wir da wieder weitergehen. Da haben wir eine Nische. Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Ja, schön. Wofür wir den brauchen, weiß ich zwar noch nicht, aber gut. So, da ist wieder ein verschlossenes Tor. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter kommen soll. Na, ja, dann müssen wir die Statue noch weiter ausstatten. So, was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? War irgendwas abgeschlossen? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht für die Tür dann zum Brunnen. Okay. So, was können wir? Können wir der Statue die Flagge geben? Nee, okay. Gut, dann gehen wir nochmal in die Folterkammer, aber ich glaube, da geht jetzt nichts mehr. Kette irgendwie in der Streckbank einspannen. Nee, da geht auch nichts. Okay, gut, dann ging noch irgendetwas. Kurz nochmal zurück. Im Schlafzimmer. Da hatten wir das Bett, Fenster, die Bilder, Bilder, nee. Sonst ging da nichts. Okay. Dann. Ach, warte mal. Können wir vielleicht die Kerze anzünden? Ich weiß da nicht wozu, aber. Nee, geht eh nicht. Okay. Na gut. Dann schauen wir nochmal durch die Tür. Was haben wir da nochmal? Schauen wir uns ganz kurz nochmal das Bild an. Ansehen. Das Gemälde zeigt Lord William Moran. Ah, genau. Da hat der einen Ring tatsächlich. Okay. Ja gut, dann wir werden sicher noch das Amulett finden. Das finden wir, denke ich mal, bei seiner Leiche. Und ich weiß nicht, vielleicht den Umhang noch und einen Helm vielleicht noch. Mal schauen. Den Schlüssel können wir vielleicht bei der Pendeluhr verwenden? Nee. Gut. Können wir vielleicht den Kamin anzünden? Auch nicht. Okay.
Die Eisenkette mit irgendeinem Möbelstück verwenden geht auch nicht. Okay. Dabei funktioniert irgendwie gar nicht. Das Öl. Nee. Gehen wir nochmal rauf. Da war ja nur der Hebel. Betätigen wir den nochmal. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Okay. Können wir irgendetwas, können wir die Zange, nee, Öl, den Hebel ölen geht auch nicht. Mit der Kette, nee, Draht auch nicht. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Nochmal zurück. Zurück. Wir haben ja hier noch das Brett. Und wir haben eine Zange. Ich weiß zwar nicht, was wir da mit dem Brett anfangen, aber wir haben das Brett. So. Langes Brett, okay. Gut. Wir haben ein langes Brett. Mit diesem Brett laufe ich nirgendwo hin. Bei der Länge hätte ich ständig Angst, irgendwas zu zerstören. Oder irgendjemanden. Hä? Ja, okay. Okay, können wir noch das nochmal mitnehmen? Können wir das irgendwie zerschneiden? Verbrennen? Ölen? Verdrahten? Bewässern? Ich brauche eine Säge. Mit dem Stein irgendwas? Okay. Ah, wir haben aber da einen Schraubstock. Nee, geht auch nicht. Wieso geht... Okay. Da haben wir noch Fässer. Also das bringt uns jetzt überhaupt nichts. Eigentlich. Dann können wir das nochmal ansehen. Das Brett ist extrem lang. Damit kann ich nicht Ewigkeiten in der Gegend rumlaufen. Ja. Klemme es irgendwo ein und tritt dagegen, dann ist es auch... Ja, egal. Okay. Gut, aber weiterhelfen tut uns das jetzt auch nicht. Wirklich. Okay. Mit diesem. Ja, ja. Gut. Okay, dann wieder zurück auf die Insel. Wir brauchen irgendwie eine Säge oder so etwas. Könnten wir theoretisch, aber ich glaube nicht. Nee. Können wir den Ritter wieder was abnehmen? Da war er. Das Schwert zum Beispiel? Nee, geht nicht. Die Statue ist massiv. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Wir haben da noch das Grab. Hier ruht wohl der Sarg. Genau, da können wir auch nichts machen. Haben kein Item, mit dem wir den Sarg öffnen könnten. Stein. Mit der Fackel? Nee, da geht gar nichts. Okay, Kaminabdeckung könnten wir... Die Kamin... Warte mal. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm auf hätte. Okay, vielleicht können wir das irgendwie... holen? Das Ding da. Und... dann der Statue aufsetzen. Aber auch da ist wieder die Frage, wie? Okay. Gut, da geht mal nichts. Gut, dann nochmal durch diese Türe. So, was haben wir da Schönes? Dies, können wir irgendetwas mit der Uhr machen? Das Pendel geht noch, aber die Uhr ist stehen geblieben. Hilft uns aber auch nicht wirklich weiter. Okay, gut. Nochmal darauf. So, da war der Hebel und da waren Bücher. Da geht aber auch nichts. Okay. Dann nochmal zurück. Jetzt weiß ich aktuell gerade nicht weiter.
Da können wir mit den Kerzenhalter noch irgendetwas machen. Die Kerze ist fast. Okay. Oder die Kerze vielleicht irgendwie mitnehmen. Aber da geht auch nichts. Dem Stein, Wasser, nee. Konnten wir da noch irgendetwas machen? Vielleicht noch irgendetwas ins Feuer legen. Aber da geht auch nichts. Die Speerspitzen. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch. Sind immer noch scharf. Brauchen wir irgendetwas Scharfes? Wüsste ich jetzt auch nichts. Haben wir das Öl? Irgendetwas Öl müssen wir auch nicht. Können wir ein Stück Kohle nehmen? Nee, können wir nicht. Gut, da ist ja nur der Käfig, okay. Nochmal kurz ins Zimmer nachsehen. Ja, jetzt die Hechern. Ein schwerer Vorhang. Das Bett anzünden geht nicht. Und da geht ja sonst auch nichts mehr. Schauen wir uns da nochmal kurz um. Da war der Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Okay. Ein kleiner Schlüssel. Das klingt eher nach einem Schlüssel für eine Kommode oder so. Irgendwo war doch eine Kommode. Oder täusche ich mich da? Irgendwo war doch eine Kommode. Wo er irgendetwas sagte. Ein absoluter Traum. Mit Nina liegen, ja, kenne ich schon aus. Wo war denn diese Kommode? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich glaube, da täusche ich mich. War da noch irgendetwas? Ah, schauen wir nochmal zum Bild, zum Gemälde. Das Gemälde? Nee, da war sonst auch nichts. Okay. Okay, schauen wir nochmal die Treppe rauf. Da war der Schaukasten, sonst war da auch nichts mehr. Nee, gehen wir nochmal runter. Können wir... Mit dem Möbelstücke konnten wir auch irgendetwas machen. Ich frage mich, was... Ein kleiner... Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr genau, was... Irgendwie verschieben... Oder mit dem Grund... Dass wir mit der Kette auch nichts machen können, wundert mich. Kamin geht auch nichts. Können wir damit vielleicht die Polsterungen zerstören? Oder wenn ich nicht weiter weiß, muss ich immer ans Zerstören denken. Ich weiß auch nicht warum. So. Jo, wenn es so weitergeht, dann muss ich bald wohl einen Cut setzen. Ich will zwar nicht, aber ich weiß sonst nicht weiter. Kann ich irgendetwas auf Max verwenden? Können wir jemanden anrufen? Ich würde ja schon gerne. Okay. Schlüssel aus sich selbst? Nee. Da unten hockt der Ver. Können wir vielleicht ihm irgendetwas geben? Die Kette will er wohl nicht haben. Ah, der Schlüssel vielleicht? Nee, okay. Gut. Hat er Durst? Okay. Nochmal zum Durchgang. Nochmal da lang. Ah, da war wieder sein Zimmer. Da war nichts. Und da war auch sonst nichts mehr. Mit dem Öl. Ah, mit dem... Okay, da können die wir... Die Kohlen brennen auch ohne Öl ganz gut. Ma, dachte ich mir, ich hab was gefunden, wie wir weiterkommen. So. Konnten wir jetzt. Nee. Okay, da. Nee, da geht nichts mehr. Nochmal durch die Türe. Nee. Da habe ich schon überall nachgesehen. Da geht auch nichts mehr. Die Fackel. Da können wir auch nichts mehr machen. Gut. Schauen wir kurz nochmal zurück. Nochmal durch die Türe. Da
Da war ein Schraubstock. Ah, wir haben doch ein paar Items gefunden. Vielleicht können wir irgendetwas. Ich habe die Speerspitzen da jetzt eingeklemmt, ohne meine Finger zu verstümmeln. Der ultimative Beweis, dass man im Leben stets dazulernt. Ja, ich muss nur kurz androhen, dass ich einen Cut setze und schon geht es weiter. So, jetzt haben wir Speerspitzen eingeklemmt. Was bringt uns das jetzt? Die Speerspitzen sind der. Okay. Was bringt uns das jetzt? Jetzt haben wir eine Art Säge, denke ich mal. So, wieder mitnehmen. Und jetzt. Ja, jetzt geht das. Ich werde mal versuchen, das Brett mit den Speerspitzen auf eine erträgliche Größe zurechtzusägen. Brett. Das Brett ist zwar immer noch sehr lang, aber zumindest halbwegs transportierbar. Okay. Und das können wir nicht mehr mitnehmen. Sehr gut. Das verkleinert das Inventar ein wenig. Dafür haben wir jetzt ein Brett. Okay. So, was machen wir mit dem Brett jetzt? So, ich glaube, jetzt können wir da überhaupt nichts mehr machen. Übrigens. Können wir ihm das Brett geben? Nee. Können wir mit dem Brett vielleicht. Nee, da nicht. Wo war das Grab? Da war das Grab. Irgendwie so. Was Heben, Hebelwirkung? Nee, geht nicht. Okay. Können wir es ihr mit irgendetwas kombinieren? Nee. Ja, auch nicht. Okay. Das Brett. Können wir das Brett in der Folterkammer da einspannen? Nee. Verbrennen? Nee, auch nicht. Okay. Gut. zurück. Ah, nee. So verwirrend hier. Da will ich lang. Können wir da irgendetwas machen mit dem Brett? Vielleicht oben beim Hebel? Auch nicht okay. Was können wir jetzt mit dem Brett Das machen? Brett ist zwar immer noch sehr lang. Was können wir mit dem Brett jetzt machen? Da geht auch nicht. Doch, mit dem Schemel, okay. Was will er da machen? Okay. Cool, glaube ich. In diesem Kamin hat er. Moment. Sieht noch nicht sonderlich spektakulär aus. Du sagst es. Ein kleiner. Und wenn wir jetzt einen Hebel betätigen, was passiert jetzt? Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich. Okay, das hat sich mal noch gar nichts gebracht. Ich Sehr faszinierend. frage mich, ein wirklich. Gut, kennen wir da jetzt die Kette irgendwie? Nee, das Öl? Nee, das Brett können wir aber auch nicht mehr mitnehmen. Okay, sehr gut. So, das stimmt schon mal. Das Wasser draufstellen. Ein Stein? Ja. Okay. Letzter Versuch mit dem Hebel. Ah, wir haben den Helm und schon wieder etwas zerstört. Okay, egal, wo wir sind, wir hinterlassen überall eine Verwüstung. Okay, sagt ihr noch etwas dazu? Ein kleiner Hocker. Nee, okay. Aber jetzt haben wir den Helm. Die ehemalige Abdeckung des Kamins. Mitnehmen. So, und damit. Gehen wir jetzt wieder zur Statue und setzen ihm den Helm auf. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ja. So, und schauen wir mal. Ich hoffe, da geht es jetzt weiter, weil sonst sind wir genau in derselben, oder in derselben Situation wie vorher. Oh je. Oh je. Keine Ahnung, wie ich durch das Gitter komme. Okay. Gut, wir müssen noch etwas finden. Wir haben jetzt genau dieselben Items wieder wie vorher. Nur um ein oder zwei Items weniger. Gut. Aber vielleicht schauen wir kurz nochmal da lang.
Können wir da jetzt vielleicht irgendetwas Neues machen, jetzt wo wir hier etwas für Unruhe gesorgt haben? Ich frage mich, warum... Ah, nicht Unruhe. Nachdem wir hier einen Saustall hinterlassen haben, so. Aber da geht sonst auch nichts mehr. Oben vielleicht mit dem Hebel jetzt?